würde es überleben. Aber ich kann ja blocken. Seltsamerweise kann ich selbst das da blocken. Wenn du jetzt bald stirbst. So. Mistvieh. Hey, sie machen echt nicht so viel Schaden, wenn man eine gescheite Rüstung hat. Okay, ich hatte vorher schon eine gescheite Rüstung. Aber keine so gescheite. Wie die antike Erzrüstung. Was auch immer jetzt. Magische antike Erzrüstung. Bald haben wir alle Kräuter in ganz Gothic in der ganzen Welt eingesammelt. So. Hey, wir haben sogar noch mehr Leben als vorher. Ha. Siehst du, wie schwach die sind? Seht ihr, wie schwach die sind? Oh, ich wollte gerade auf Horschpack losgehen. Hey, ich bin einmal im Kreis gelaufen. Perfekt. Ich frage mich, ob Horschpack... Ach, er heißt Urshak, Maro. Horschpack ist eine Waffe. Okay, Urshak. Du wirst jetzt auch zurück in deine Heimatstadt können, weil es dort bald niemand mehr leben wird außer dir. Ach, scheiß drauf. Ich kann auch mit 311 und 506 Lebenspunkten dadurch. Hallo Freunde! Wir kennen uns doch. Oh, ihr mögt mich wohl nicht mehr. Hey, wow, ihr macht immer noch keinen Schaden. Das sind genau die gleichen. So, der eine tut mir jetzt aber... Warum ist der da unten? Nee. Was passiert eigentlich, wenn ich... Oh, ich könnte wieder hochklettern, okay. Wo ist der Ork? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ist der irgendwo hier? Er ist gerade am Ertrinken gewesen. Ich habe ihn gerettet. Er ist einfach... Er kann nicht schwimmen und ist einfach in den Sumpf gefallen. Ach scheiße, ich frage mich gerade, ob ich die Waffe dann überhaupt aufheben kann. Aber eher unwahrscheinlich, oder? Ich kann sie aufheben. Gut, jetzt bin ich extra wegen einer Waffe und wegen 300 Erfahrungspunkten den ganzen Weg hier rumgeschwommen. Auch egal. Ach, ja, ich wollte euch eigentlich noch sagen, warum ich wieder aufnehmen kann, obwohl mein Speicherplatz voll ist. Und zwar, ich habe einfach alles auf die externe übertragen. Okay, fail. Ich habe alles auf die externe übertragen und... Verarsch mich bitte nicht. Das ist nicht fair. Na gut. Ich habe alles auf die externe übertragen und jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz in meinem... auf C und E. Und der Platz müsste eigentlich reichen, dass ich hier den ganzen Rest aufnehme. Weil so viel ist das ja nicht mehr jetzt. Und ich trinke mal schnell irgendwas. Ich habe zu viele von den 50ern. Ich habe allgemein viel zu viele Tränke, weil ich den einen Feuermagier ausgeraubt habe, der tot vor mir lag. Also kann ich jetzt auch gut einfach Tränke trinken, auch wenn ich nur einen Lebenspunkt brauche. Was soll's? Und der 30er-Trank verwirrt mich, weil es der einzige 30er-Trank im ganzen Spiel ist. Oh, hey, Freunde! Ach du Scheiße. Okay, kommen nur 4. Darf ich auch mal? Danke. Oh Gott, was für ein Gewetzel. So. Hey, das waren Clankrieger. Die sind genauso schwach wie die normalen. Hallo, meine Freunde. Krieg? Krieg. Ich meine, ich könnte auch mit dem Ulumulu da durchmarschieren. Wer mich gerade überhaupt versteht. Aber das wäre ja langweilig. Ich brauche die Erfahrungspunkte. Ihr hättet auch einfach eure Waffe ziehen können, ihr Idioten. Hey, die Orks haben was. Die haben sogar Käse. Und Bier. Ausgerüstet sogar. Also die rüsten Bier aus. Was geht bei denen? Guckt, Bier ausgerüstet. Kann man die... Kann man Bier zum Kampf benutzen? Na egal. Die letzten Orks hier werden auch noch kurz abkratzen. Hallo, Freunde. Tanz ruhig weiter.
genau habt ihr vor? Wie so voll cool in der Luft hängen. Moment, Klaus, bei dir auch? Sag mal, leck mich doch! Nee, bei dir klappt's nicht, weil du dumm bist. Okay. Stirb. Oh Mann, ey. Dumme Viecher. Hey, der hat nichts dabei. Scheiß Ork. Der auch nicht. Der auch nicht. Aber der, die zwei. Es ist doch echt zum. Oh, hey. Danke. Käse, Bier. Ja, gut. Schöne Hütten haben die da. So, weiter geht's. Oh, noch mehr Orks. Hallo. Oh, ey. Mit dir habe ich jetzt auch nicht mehr gerechnet. Wo kommst du denn her? Die tanzen einfach weiter. Das sind die Tanzorks. Die selber haben die auch nichts ausgerüstet. Also kein Essen und Trinken dabei. Weil die nur zum Tanzen geboren sind. Weiter. Danke. Die haben nichts dabei. Die sehen auch ein bisschen anders aus. Ich schlage immer auf den Toten ein. Oh, fick dich mal. Irgendwie gehen die Tanzorks nur 150 Erfahrungen und die anderen 200. Oh, der hat es aber lang gebraucht, um wirklich zu sterben. Okay. Was ich toll finde an dem Spiel ist die Atmosphäre, die man jetzt gerade nicht wirklich blickt oder mitkriegt. Aber die Atmosphäre, die man zum Beispiel in den Lagern kriegt. Selbst im alten... selbst im alten Lager, als ich Fleisch braten musste, habe ich die Atmosphäre gespürt. Das ist echt toll. Wahnsinnig toll. Ich weiß nicht, ob ich die überhaupt gescheit rüberbringe, aber ich versuch's. Und deshalb brauche ich auch irgendwie so ewig und renne nur rum und shoppe und unterhalte mich so ewig mit den Leuten und bringe alles um. Ich weiß nicht, irgendwie ist alles an Gothic so mitreißend.